Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video über den FX4CR des chinesischen Funkamateurs BG2FX. Ja, und heute wollen wir uns mal mit den wichtigen technischen Daten beschäftigen. Das heißt, wir legen das Ding mal auf die Waage, messen mal aus, wie groß ist das eigentlich, schauen uns an, wie ist der Stromverbrauch, also wie viel Strom zieht das Gerät beim Empfang und natürlich auch beim Senden. Und wir schauen uns an, wie sind denn überhaupt die Sendeleistungen? Wir messen mal nach, wie viel haut das Gerät denn tatsächlich raus und schafft hier dieses kleine Teil, die 20 Watt, die ja versprochen werden. Los geht's! Fangen wir mal damit an, dass wir unser Gerät hier auf die Waage legen. Ihr seht, wir haben hier 0 Gramm und sobald ich das hier mit drauflege, kommen wir auf 436 Gramm, die das Gerät alleine wiegt. Nun kann man das alleine schlecht nutzen. Man braucht noch so ein paar Sachen, zumindest hier das Stromkabel. Das lege ich euch jetzt auch nochmal da drauf. Dann sind wir bei 506 Gramm. Wenn ihr das Mikrofon mitnehmen möchtet, das legen wir ebenfalls nochmal hier mit dazu. Es wird abenteuerlich, aber wir kriegen es hin. Dann sind wir bei 565 und zu guter Letzt, falls ihr das USB-Kabel mitnehmen wollt, dann sind wir bei 590 Gramm alles in allem. Hier ist natürlich noch zu bedenken, dass unter Umständen noch weitere Gewichte hinzukommen. Natürlich braucht ihr für die Stromversorgung zum Beispiel einen Akku, je nachdem wie groß oder klein der ausfällt, schlägt der natürlich auch noch mal mit einem Gewicht zu Buche. Und natürlich, man muss hier sehen, das Gerät hat keinen eingebauten Tuner. Das heißt, unter Umständen, je nachdem welche Antennen ihr verwendet, müsst ihr auch noch einen Tuner mitnehmen. Kommen wir dann zu den Maßen des Gerätes und ihr seht das ja auch schon so ein bisschen hier auf der Unterlage. Hier jedes Kästchen ist immer so 1 Zentimeter. Hier die Breite des Gerätes, die liegt bei 11 Zentimeter. Wenn man den BNC-Anschluss da noch mitrechnet, dann sind es so etwa 12,5 cm. Die Höhe des Gerätes, die liegt hier bei 7 cm und die Breite, die ist hier knapp 4,5 cm. Wenn man hier unten die Knöpfe noch mitrechnet, dann sind es etwa 6 cm, die wir hier haben. Beim Stromverbrauch wollen wir uns als allererstes mal den Stromverbrauch rein beim Empfang anschauen. Und hier habe ich mal versucht, das Ganze so weit wie möglich zu reduzieren. Sprich, wir sind auf einem Bandbereich, wo nichts empfangen wird im Moment. Die Tastaturbeleuchtung hier ist aus, die geht ja nach einer Zeit von alleine aus. Und ich habe hier den Attenuator auf Stufe 2 reingesetzt, die Lautstärke ganz nach unten gedreht. Ja, und dann seht ihr hier im Multimeter kommen wir auf 202, 203 Milliampere Verbrauch in etwa. Das wäre auch ungefähr der Verbrauch, wenn wir zum Beispiel mal hier auf die 74 gehen, auf die FT8-Frequenz, wo ja so ein bisschen Betrieb auch ist. Ihr hört das. Da ist also schon so ein bisschen was los. Und wenn wir jetzt Digimodes machen würden, dann haben wir die Lautstärke hier ja in der Regel runtergedreht. Und dann seht ihr hier auch, kommen wir eben hier auf diese 202, 203 in etwa. Wenn ich jetzt den Attenuator ausschalte, dann geht das Ganze ein bisschen nach oben. Dann sind wir so bei 212, 213. Der macht also dann hier so ungefähr 10 Milliampere aus. Ungefähr. Ein bisschen weniger, wenn jetzt hier die Tastaturbeleuchtung noch aus ist, dann sind es noch mal 2 weniger. Also vielleicht macht der Attenuator so 8 mA aus, die Tastaturbeleuchtung 2 mA so ungefähr. Ja, wenn wir jetzt die Lautstärke natürlich aufdrehen, wenn wir zum Beispiel in SSB oder CW was hören wollen oder müssen, dann verändert sich natürlich auch der Stromverbrauch. Hier wird eine Verstärkerschaltung angesprochen, der Lautsprecher angesprochen. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen lauter mache, auf 30 zum Beispiel,
dann sind wir hier auch schon so bei 224 in etwa, die wir hier ziehen beim Hören. Von der Lautstärke her würde ich sagen, ist das schon sehr ordentlich, das reicht eigentlich aus. Ich drehe trotzdem mal hier noch ein bisschen höher, so auf 50. Dann kommen wir auch hier auf 243, ungefähr 243 würde ich sagen. Aber das ist von der Lautstärke her schon das, was man auch wirklich dann ertragen kann. Selbst in der lauten Umgebung braucht man es, glaube ich, nicht lauter zu machen. Es gibt aber noch einen Trick, wie man hier einsparen kann. Und zwar einfach, indem man Kopfhörer da dran klemmt. Hier an der Seite ist ja ein Anschluss. Und wenn man dann einmal die Menütaste drücken, dann wird hier der interne Lautsprecher ausgeschaltet und es geht alles auf den Kopfhörer. Und dann können wir hier lauter machen. Und ihr seht am Stromverbrauch, da ist dann nichts. Ihr hört, ich halte das mal hier gerade dran, dann hört ihr das mal. Da kommt also tatsächlich was raus und es ist auch ordentlich laut. Aber hier am Stromverbrauch tut sich nichts. Da sind wir jetzt hier auf 210 in etwa. Also hier könnt ihr nochmal ordentlich dann sparen, wenn ihr Strom sparen, wenn ihr was hören wollt oder müsst. Ja, es gibt noch einen weiteren Verbraucher, den wir hier hinzuschalten können. Das zeige ich euch auch noch gerade. Wir sind jetzt hier auf 210. Ich gehe mal hier, ich gehe mal ins Menü kurz rein, denn hier können wir Bluetooth ja noch einschalten. Und sobald ich hier Bluetooth einschalte, springt er hier auf 225, so, 222, 26, ja, vielleicht so 222. Also allein durch das Zuschalten von Bluetooth kommen nochmal so 12 mA hinzu. Deswegen schalte ich das jetzt hier auch wieder aus einmal. Gehen wir nochmal ins Menü rein, schalten das hier einmal wieder aus. So, und dann ist auch dieser Verbraucher ausgeschaltet. Ja, das sind die Verbrauchswerte beim Empfangen. Und jetzt schauen wir uns die natürlich auch noch beim Senden an. Um die Sendeleistung jetzt zu messen, werden wir einfach in CW einen Dauerträger senden. Und ich fange mal hier an mit einer Sendeleistung von einem Watt. Wir sind bei 0,212 und wenn ich jetzt hier mal einen Träger gebe, sind wir bei 1,16, in etwa 1,16 Ampere, die dann gezogen werden bei einem Watt Sendeleistung. Wir gehen hoch weiter auf, wir gehen hoch weiter auf 5 Watt Sendeleistung. Auch hier wieder einen Träger einmal geben. Dann sind wir auf 2, ja, so bei 2 Ampere etwa, glatt 2 Ampere. Dann geht es weiter auf die 10 Watt Sendeleistung. Da sind wir bei 2,57 vielleicht. Ja, so im Durchschnitt 2,750 Ampere. Und dann machen wir jetzt zum Schluss hier nochmal die 20 Watt Sendeleistung, also das Maximum. Und da kommen hier 3,9 Ampere werden da gezogen. Das ist also schon recht ordentlich, was der dann hier zieht. Aber immerhin kommen ja auch 20 Watt raus. Das ist eine S-Stufe mehr als klassische QRP-Geräte mit 5 Watt Sendeleistung. Hier seht ihr jetzt auch nochmal alles zusammengefasst, was den Empfang angeht. Der Basisverbrauch so bei etwa 205 mA und dann seht ihr hier, was alles dazukommt, was wir hier haben, die Tastenbeleuchtung, den Attenuator, wenn man den ausschaltet, Bluetooth hinzuschaltet, dann die Lautstärken. Ich habe mal hier von 10 über 20, 30, 40 bis hin zu 50% Lautstärke und das ist wirklich mehr als ausreichend, glaubt es mir. Und wie gesagt, man kann ja auch immer noch einen Kopfhörer dran machen und das daraufhin umleiten, dann fällt das hier komplett weg. Im Durchschnitt so, wenn man zum Beispiel so ein SSB-Signal hört, Attenuator aus und ja, die Lautstärke so auf 25 gestellt hat, was gut ausreicht zum Hören, kommt man auf einen Verbrauch ja von etwa 220 mA beim Empfang und auch auf einem Signal. Ja, beim Senden habe ich euch hier auch nochmal alles zusammengefasst. Hier seht ihr auch nochmal so ein paar Zwischenwerte, 15 Watt oder auch 0,5 Watt. Und ihr seht auch, das lohnt sich nicht wirklich. Man kann direkt besser mit einem Watt senden. Das macht keinen allzu großen Unterschied. Aber hier habt ihr also alle Leistungsdaten nochmal, Sendedaten, die ihr braucht, um hier den Verbrauch auch für euch sauber zu berechnen.
Wir wollen uns die Sendeleistung des Gerätes mal anschauen. Es soll ja bis zu 20 Watt machen. Ich bin jetzt hier im 80 Meter Band und aktuell haben wir hier 5 Watt Sendeleistung eingestellt. Und wir schauen mal, was kommt dabei an. Hier könnt ihr das sehen im Bereich Forward, was denn gesendet wird von dem Gerät. Wenn ich hier mal einen Träger aufdrücke und dann seht ihr, sind wir so bei 6,4 Watt, die das Gerät hier liefert. Wir stellen die Sendeleistung mal etwas höher auf insgesamt 10 Watt und dann drücke ich nochmal hier einen Träger auf. Da sind wir bei 12 Watt, die das Gerät hier bringt. Und zu guter Letzt stelle ich auch mal auf 20 Watt jetzt hier ein. Und dann drücken wir hier mal und da kommen 21 Watt tatsächlich hier an. Ja, wir werden auch nochmal schnell ein paar andere Bänder durchgehen. Ich gehe mal hier zum Beispiel auf 20 Meter. Auch hier fange ich wieder bei 5 Watt Sendeleistung an. Wir drücken nochmal auf und kommen so auf 6,1 etwa. Dann stellen wir mal ein bisschen höher auf 10 Watt Sendeleistung. Nochmal aufdrücken. Kommen wir so ja, irgendwas zwischen 12 und 13. Und wenn wir hier mal auf 20 gehen, auf 20 Watt Sendeleistung, dann kommen hier satte 24 Watt immerhin an. Ja, zu guter Letzt zeige ich euch noch hier mal das 10 Meter Band, wenn wir da sind. Und hier fangen wir auch wieder mit 5 Watt Sendeleistung einmal an. Ich drücke auf und wir kommen auf 5,6, die wir hier haben. Und dann gehe ich mal auf 10 Watt. Da kommen hier 11 Watt an. Und zu guter Letzt auch hier auf, na, nicht auf, da, auf 20 Watt. Und dann drücken wir nochmal auf. Und da kommen auch 24 Watt hier an. Das ist alles ganz ordentlich und da werden also die Erwartungen, denke ich mal, auch eingehalten, die das Gerät hier liefert. Lediglich auf im 6 Meter Band auf 50 MHz, da sieht das ein bisschen anders aus, wenn wir da mal gerade hingehen. Dann werdet ihr feststellen, hier kann man nur maximal 5 Watt einstellen. Mehr ist hier nicht drin. Ich weiß nicht, ob der Tuner hier das anzeigen kann. Ich drücke hier mal auf und dann seht ihr, kommen hier 1,7 Watt an. Und wenn ihr hier mal drauf achtet auf das Gerät, dann seht ihr auch, da steht was von 1,2 Watt an Leistung, die der hier raussendet. Also hier muss man da hat man dann Einschränkungen im 6 Meter Band, da hat man nicht die volle Sendeleistung zur Verfügung. Hier seht ihr jetzt nochmal eingeblendet ein Diagramm über alle Bänder, was die Sendeleistung angeht. Ganz unten die Sendeleistung bei der Einstellung 1 Watt, dann darüber bei der Einstellung 5 Watt, bei der Einstellung 10 Watt und ganz oben bei der Einstellung 20 Watt. Ja, und ihr seht, dass das Gerät auf allen Bändern hier im Prinzip die entsprechende Leistung auch rausbringt, abgesehen jetzt vom 6 Meter Band, teilweise sogar deutlich über den 20 Watt, hier auf 40 Watt, 40 Meter zum Beispiel, oder auch auf 15 Meter, da bringt er satte 25 Watt sogar raus. Also mehr als angegeben und das ist schon ganz ordentlich, da bin ich sehr zufrieden mit. Soweit die Gewichte, die Maße, der Stromverbrauch beim Empfang und beim Senden sowie die Sendeleistung hier des FX4CR. Insgesamt sind das sicherlich sehr solide Werte, da kann man wirklich nicht meckern, da spielt er schon relativ weit vorne mit dabei. Klar, bei 20 Watt Sendeleistung, da zieht er schon ganz ordentlich. Aber man muss ja nicht immer QRO-Betrieb machen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video, wenn ihr den Kanal weiterempfehlt, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr eben die kommenden Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.